Freunde, so langsam glaube ich, The Wind Waker HD ist verflucht. Jetzt mal ganz ehrlich, was ist in letzter Zeit los? Wie viele Aufnahmen sind irgendwie fehlerhaft, asynchron, haben Bildfehler, dass man Augenkrebs bekommt? Es ist wirklich, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und zum Glück ist mir das in diesem Part, ja, ich will nicht sagen früh genug aufgefallen, aber wenigstens ist es mir aufgefallen und so habe ich dann einfach das Programm neu installiert und dann geht der Part dann auch irgendwann normal weiter. Ich bitte nochmal um Entschuldigung, hoffe, das kommt jetzt nicht mehr vor. Tja, während der Aufnahme merke ich das halt nicht. Bis halt mein Sound irgendwann weg ist, wobei, ach nee, gar nicht. Das mit dem Programm neu installieren. Genau, das kam nämlich irgendwann nochmal wieder, in der nächsten Part. Also Wind Waker ist verflucht, aber da habe ich, glaube ich, schneller gemerkt. Gut, dann wünsche ich dir trotzdem viel Spaß. Legend of Zelda The Wind Waker HD. Im letzten Part waren wir hier stehen geblieben. Leider habe ich gerade im Schnitt gemerkt, meine Aufnahme ist wieder total abgekackt. Generell, der Part war total asynchron. Das wusste ich nicht. Aber ich habe gesagt am Anfang dann, dass wir uns das hier einfach nochmal anschauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass wir hier auch noch lang gehen können. Und ich frage mich halt, ob hier was ist. Ich weiß, dass es hier auch irgendeine Art von Secret Weg oder so gibt. Also man kann hier noch ein paar Secrets finden. Eventuell hat das was mit dem Ding da drüben zu tun. Könnte sein. Aber ansonsten ist mein Sound übelst leise. So. Okay. Wir gucken aber ansonsten nochmal kurz da weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, bis wohin man noch gut was sehen konnte. Ich konnte halt im Schnitt mal wieder nichts machen. Aua. Mal wieder nichts machen. Ich weiß nicht, Wind Waker ist so übelst geplagt. Das tut mir auch voll leid. Wow. Link. Halt. Wo ist denn die Taste zum... Hä? Das ist doch die mit dem Schild. Natürlich. So geht das. Da drüben ist irgendwas. Warte mal, wir haben doch ein fancy... Da ist eine Schatztruhe. Okay, wie kommen wir da hin? Ich wurde bisschen gespoilert. Spiel übrigens gerade wieder mit dem Wii U Pro Controller, weil mein Gamepad lädt auf. Kann ich da rüber irgendwie? Nee. Gut, dann gehen wir doch nochmal neu rein. Also, habt ihr im letzten Part nicht mehr gesehen? Hier drin befindet sich... Wie es aussieht, der Dekobaum. Außerdem sieht das hier richtig, richtig geil aus, finde ich. Und vor allem auch hier wieder richtig schön anzusehen, diese Grasanimation. Ich finde die so cool. Ich weiß auch nicht, die hat voll was. Auf jeden Fall habe ich gerätselt, ob das doch der Dekobaum sein könnte. Und habe gesagt, wir gehen dahin. Das habt ihr nicht mehr gehört, aber wir machen es jetzt trotzdem. Guten Tag. Ein Chuchu. Noch mehr Chuchus. Überall Chuchus. Bah. Solche Warzen. Können wir die irgendwie von ihm... Ja, so nicht. So vielleicht? Oder sollen wir etwas suchen, was wir dagegen unternehmen könnten? Hier auch überall solche kleinen Partikel. Hier ist irgendwas. Oder auch nicht. Interessant, davon geht es wieder raus. Was ist das? Irgend so ein Licht? Ah, haben wir eine Flasche? Mit einer Fee. Oh, und die guckt man so traurig. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal. Was? Ah? Achso. Erik, was stehst du da so rum? Schnell, solange diese ekligen Biester von Dickebaum herunter. Hast du noch nie Äpfel vom Baum geschüttelt? Ah. Danke für den Tipp. Boot. Pang. Sind die jetzt noch hier? Du kleiner Spasti! Lass den Deko bauen! Alter! Bang, bang! Oh, rotes Schleimgelee. Und grünes. Geil! Magische Energie wieder auf die Sprünge. Magische Energie? Es gibt wieder magische Energie? Oha! Und Rubine und alles. Zum Glück bekommt man die Rubine nicht immer wieder neu gesagt, was die für einen Wert haben. Das war ein bisschen nervig in... Wo war der Sound hin? Ein bisschen nervig in Twilight Princess. Alter. Peng. Das reicht sogar. Wo kommt denn da noch einer? Tschüss. Mann. Jetzt. Okay. Blb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 l
Wow, cool, deine Hand sozusagen. Bitte entschuldige. Es ist nur so, dass dein Gewand mich an vergangene Tage erinnert und ich mich der Sprache aus eben jenen Tagen bediente. Deswegen waren es auch hylianische Schriftzeichen. Ich bin der Schutzgott dieses Waldes, der Dekubaum. Ich danke dir, dass du mich von diesem Plagegeist entlöst hast. Sag mir, derjenige, der dich hergeführt hat, ist nicht zufällig entsprechendes Boot namens Roter Leuenkönig? Doch. Das dachte ich mir. Damit kriegst du also den Diamant der Göttin, nicht wahr? Ich verstehe. Damit ist auch das Rätsel mal die Monster geklärt, die vor einiger Zeit hier aufgetaucht sind und die Wälder unsicher machen. Dieser schändliche Ganon ist demnach wieder auferstanden. Eile ist geboten. Krux, Kinder des Waldes. Die Krux. Dieser Junge ist nicht euer Feind. Seid unbesorgt und zeigt euch. Oh, haben also Masken auf? Majora's Mask Remake confirmed. Oh, wie süß. Wie lautet dein Name, mein Junge? Erik? Erik, darf ich dir die Crocs vorstellen? Ach so, ich dachte, das sagt der eine Typ von den Crocs. Das ist der Baum. Sie sind ja ein Volk von Waldgeistern. Ursprünglich waren sie Menschen, aber die langen, jungen Jahre des Lebens im Leben vom Meer haben sie in ihre jetzige Gestalt entwickeln lassen. Das sind Kokiri. Das sind einfach Kokiri. Die Menschen haben Angst vor ihnen wegen ihres Aussehens, aber in meinen Augen sind sie alle liebe, brave Kinder. Ja, Kinder, weil sie nicht altern. Wie gewohnt wollten wir gerade alle zusammen unsere alljährliche Zeremonie abhalten. Den Dämon, den du benötigst, will ich nach dieser Zeremonie dir aushändigen. Und wenn wir uns jetzt nicht mit der Zeremonie beeilen, dann geschieht noch ein Unglück. Nun sind wir alle bereit, dann wollen wir beginnen. Dekobaum, furchtbar, es ist ganz furchtbar. Makoros ist... Was ist geschehen, Tilius? Du und Makoros, ihr kommt aber auch immer zu spät. Aber nein, Dekobaum, Makoros ist in den verbotenen Hain gestürzt. Was sagst du? In den verbotenen Hain? Ich habe ihm doch gesagt, er soll vorsichtig sein. Aber Makoros sagt, er würde diesmal die Route überhaupt des verbotenen Hains fliegen. Das war eine Abkürzung. Immer dieser Makoros. Erik, du hast es ja gehört. Der verbotene Hain liegt gleich neben diesem Wald. Es ist ein unheimlicher Hort, an dem sich schreckliche Monster niedergelassen haben. Und dort ist mein kleiner Makoros abgestürzt. Jetzt ist es bestimmt von ihnen gefangen gehalten. Du wurdest vom Roten Leuenkönig hierher geführt. Dürfte ich dich wohl darum bitten, meinen kleinen Makoros zu retten? Dekobaum, Menschen können aber nicht fliegen. Du hast recht, von mir aus kommt man da wohl nicht hin. Erik, du scheinst mir zwar schwerer zu sein als die Crocs, aber ich glaube, es muss funktionieren. Benutze den Gegenstand, den ich dir gebe, und flieg damit durch die Lüfte. Ah ja. Das sieht ja realistisch aus. Ha! Also dann, Erik, klettere ein bisschen auf über meinen Kopf und hol dir das Blatt. Okay, wie? Wie funktioniert das? Wehe, diese Aufnahme ist wieder fehlerhaft, ne? Ich kotze. Ich kotze im Strahl. Kann ich hier ran? Eventuell sollte ich mit dem Typen reden. Weißt du, was hier für eine Pflanze ist? Das ist eine Planta Humba. Was? Planta Humba. Und wenn du dich vor sie stellst und nach L bewegst, gelangst du in sie hinein. So eine Planta Humba ist aber auch nicht unbedingt glücklich darüber, wenn es sich jemand ihr gemütlich machen will. So dass sie die Angewohnheit hat, den frechen Einringen so nach oben auszuspucken. Das kann man natürlich auch ausnutzen, um ein hochgelegenes Auto zu springen. Okay. Ah. Feuer. Das war schon mal die falsche Richtung. Also rückwärts drücken, Feuer. Wuh. Oh, da kann man gar nicht rein. Dann so. Ah, müssen wir von Planta Humba zu Planta Humba oder wie? Oder irgendwo da hoch? Nee, okay. Definitiv müssen wir in die Planta Humba. Da oben rein. Feuer! Die Frage ist, wie kommt man da hin? So schon mal nicht. Also man kann die nicht irgendwie runterholen. Höhö. Ich komme aber nicht so weit, ne? Ach doch, okay. Muss es nur richtig steuern. Oha. Oha. Peng. Hä, wohin? Wohin? Lass mich das mal kurz inspizieren. Blub, blub, blub. Ach, nach rechts und dann hoch. Oh. Okay. Blind. Jawohl.
immer schön nach vorne drücken. Dann kommt ihr da schneller ran. So, wohin jetzt? Das habe ich jetzt noch nicht ganz gecheckt. Wo muss ich denn von da dann oben hin? Ja, da hoch komme ich ja nicht. Sekunde, das kriegen wir raus. Das kriegen wir raus. Uah. Däh. Da hoch. Dann sind wir da. Ist da so ein scheiß Blatt im Weg? Ich glaub's nicht. Der da hoch kommen wir nicht. Über den Baum drüber. Ist das möglich? Ich probier's einfach. Komm, wisst ihr was, Freunde? Ich probier's einfach raus. Flup. Und flup. Nein, ich hab nicht gelenkt. Ich Idiot. Scheiße. Ich hab vergessen zu lenken. Wie kann das passieren? Man muss das die ganze Zeit machen. Ja, ich vergesse das einfach mal. Los. Und Feuer. Los. Feuer. Über den Baum. Über den Baum. Ach, auf. Man kann auf den Baum drauf. Ach so. Du bist wirklich sehr geschickt darin, wetter Freund. Weiter so, bis ganz nach oben. Wenn du in die falsche Richtung ausgeschickt bist, lass einfach L in neutraler Position. So landest du wieder sicher in der Planta Humba. Das hättest du mir auch vorher sagen können. Wo ist denn jetzt die nächste Planta Humba? Halt, Link guckt da irgendwie hoch. Das bedeutet... Ach so. Ach so. Natürlich ist hier so ein Ding angebracht. Hätte ich hier auch machen. Hä? Wie blöd. Aha. Oh nein. Nicht dein Ernst. Oh. Oha. Warte mal. Erstmal neutral. Okay, jetzt kannst du meinetwegen. Oh mein. Jawoll. Du hast das Dekobat gefunden, legst du auf die Tasten und schwibbeln und irgendwie kräftig auf. Nutzt du es im Sprung, kannst mit Hilfe deiner magischen Energie durch die Lüfte gleiten. Habe ich magische Energie? Du musst aber hier wirklich auf die Windrichtung achten. Wetter Freund, hier drüben. Ich habe magische Energie schon? Was? Solange ich das Spiel gespielt habe. Flieg von dort drüben mit der Hilfe des Dekoblatts zu mir. Eigentlich nicht. Ich will gern erstmal. Ups. Ach doch, war ja richtig. Da, Items. Ich brauche, glaube ich, die Fotokacke nicht mehr. Wobei, das hat ja was mit zu tun mit dem. Okay, wie genau. Ah, okay, ich wusste gerade halt nicht, wie man das steuert. Oha. Vielleicht ist hier oben ja ein Secret. Weil der gute Monster hat mir das geschrieben, dass hier was mit Fotos, glaube ich, war das, ne? Oh. Das sind die Magiekrüge, sie sind rot. Sollte ich mir merken. Vielleicht hat es was hiermit zu tun. Oder da, weil da steht ein Typ. Und wie kommt der da hin? Okay. Feuer! Das ist echt geil. Link, wir kommen nicht so weit. Wir kommen nicht so weit. Mache ich was falsch? Wir kommen nicht so weit. Shit, anscheinend müssen wir erstmal unsere Energieleiste... Ja. Unsere Magieleiste muss man erstmal ausbauen. Wo ist mein Sound schon wieder hin? Wo ist mein Sound? Wo ist mein Sound? Hallo? Ich habe keinen Sound mehr. Ey, sag nicht, irgendwas ist mit der... Nee, die Aufnahme läuft, aber sie... Ich habe keinen Sound mehr. Please do not make me scared.
Sekunde mal, Freunde, ich gucke da kurz was nach.